meines Erachtens braucht es, um in die Top 50 zu kommen, jede Menge Disziplin, Fleiß, irgendwo natürlich auch Talent. Das war mit die beste Zeit in meinem Leben. Hab eben dann auf der einen Seite verletzungsbedingt und aus mentalen Gründen aufgehört. Es ist immer so unnötig, Angst zu haben. Eigentlich braucht man sie nicht. Angst vorm Verlieren, Angst davor, die schlechte Kritik zu bekommen, irgendwie den Anspruch nicht gerecht zu werden. Ich glaube, dass das einfach zusammenhängt. Wenn man nicht frei ist im Kopf, angespannt ist, dass natürlich der ganze Körper auch nicht mehr so richtig im Flow ist. Wenn ich beim Yoga bin, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich an einem Ort bin, wo ich komplett zu mir selber finde und komplett in mich gekehrt sein kann. Ich brauchte immer diese Freiheit, diese Lockerheit, die mich sozusagen locker gehalten hat. Wichtig ist, dass man wirklich zu 100% auf sich selber hört. Am Ende musst du ja für dich deine Entscheidung treffen, weil es weiß keiner so gut für dich wie du selber.